Herzlich willkommen zu Tag 2. Der Kleber ist trocken und jetzt müssen die Gewichte raus. Achtung! Und fertig! Wenn nur alles so einfach gehen würde wie bei YouTube. Hier unten habe ich mir jetzt noch eine kleine Abschlussleiste gebastelt. Ja, bis hierhin soll dann der Boden auch gehen, den ich mir später zuschneiden lasse. Die verschraube ich jetzt einfach nur links und rechts kurz mit zwei Schrauben. Und dann wird sie oben, wenn die Bodenplatte drauf liegt, nochmal von oben verschraubt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Kleiner Tipp für alle. Ja, schwierig, vielleicht andersrum auf grau. Hier vorne ist eine Bohrspitze dran an dieser Schraube. Das sind sogenannte Schnellschrauben. Das heißt, ich gehe einfach her, ohne Vorbohren, ohne alles, setze die Schraube hier an. Natürlich richtig rumbohren. Hoppala. Was ist das, wenn man in die Kamera guckt dabei? Na? So. Ohne Vorbauen, ohne alles. Perfektes Ergebnis. Ja, man muss es bloß richtig machen. Das war jetzt wieder der typische Vorführeffekt. Wie immer halt. Ne? Und weiter geht's. Jetzt dämmen wir den Fußboden. Armer Flex. Ich habe schon geguckt, ob ich irgendwas anderes nehmen kann zum Dämmen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man nicht komplett fit im Trockenbau ist, dann kann man das vergessen. Ja, also wenn man wirklich mit Dämmwolle dämmen will, Dämmwolle muss wirklich luftdicht, also luftdicht nicht, aber feuchtigkeitsdicht verbaut werden, weil das sonst irgendwann anfängt zu schimmeln. Und ich habe nach vielen Alternativen gesucht. Und Amaflex ist halt das, was alle nehmen, aber es ist auch wirklich die beste Wahl. Und für jemanden, der das zum ersten Mal macht oder nicht ganz so handwerklich topfit ist, würde ich Amaflex empfehlen. Das andere ist, wenn man mit Dämmwolle dämmen will und dann richtig Trockenausbau macht, ist natürlich, dass ich mindestens 10 bis 12 cm Dämmwolle nehmen muss, um einen wirklich guten Dämmeffekt zu bekommen. Das nimmt natürlich auch viel Platz weg und in so einem Camper ist natürlich auch Platz Mangelware. Das Verlegen von Amaflex ist natürlich super, weil es ist selbstklebend. Hier hinten drauf gibt es so Linien quasi hinten, da kann man sich gut orientieren beim Schneiden. Von daher ist das kein Problem. Einfach ausmessen, ich messe jetzt den Abstand zwischen den Latten und ich messe den immer einen halben Zentimeter größer. Dann kann ich das wirklich dicht einbringen in den Schlitz, wo ich jetzt habe. Dann einfach schneiden. Viele nehmen Cuttermesser. Ich habe hier das Müller MSP Outdoor. Das ist ein sehr gutes Messer. Für alle, die Angst haben, mit guten Messern zu schneiden. Also das Amaflex, der Kleber, der bleibt auch überhaupt nicht an der Klinge. Ja? Schneiden, ganz einfach. Viele schneiden immer so. Mit dem Cuttermesser, also wirklich gerade. Ihr müsst aber schauen, dass ihr einen anderen Winkel herkriegt. Ja, also in diesem Winkel ist es viel schlauer, weil dann nutze ich viel mehr von der Schneide aus. Und Amaflex schneiden, ich weiß gar nicht, was immer alle haben. Vielleicht liegt es auch am Messer. Aber Amaflex schneiden ist wirklich total simpel und geht wirklich gut. Also wirklich ganz einfach. Wenn es dann ans Verkleben geht, empfiehlt es sich, vorne das Amaflex ein bisschen abzuziehen. Erst ein kleines Stück, dann hier zwischendrin anzukleben. Dann Stück für Stück rauszuziehen und anzupassen. Wie man jetzt sieht, ich habe das ein bisschen größer geschnitten und jetzt passt das auch wirklich top rein und schließt hier an der Seite auch wirklich schön ab. Und so geht das jetzt Stück für Stück.
bis der ganze Fußboden gedämmt ist. Ammaflex ist ziemlich teuer. Das heißt, eure ganzen Reststückchen oder was ihr übrig habt an Verschnitt, stopft damit Löcher, wie zum Beispiel bei mir hier, wo ihr euch verschnitten habt oder euch vermessen habt, je nachdem. Zack, rein damit. Das ist das Schöne am Ammaflex, das verzeiht sehr, sehr viel. Hier habe ich auch noch so ein Stück, das ist die Leiste hier, die ich rausgeschnitten habe. Die stopfe ich jetzt hier hinten rein. Also Ammaflex kann man eigentlich nie genug haben. Das ist immer Ammaflex, einfach die Löcher zusammenstopfen, was übrig ist. Und wie man sieht, super einfach zu verarbeiten. Das Ammaflex ist drin. Ich zeige es auch gleich noch mal im Großen. Das hier ist mein Rest. Mehr als ich gedacht habe. Also das war eine 6 Quadratmeter Rolle. Und ich glaube, da sind jetzt noch so 2 Quadratmeter übrig. Ja, und Verschnitt 0. Weil Ammaflex. Ich habe alles in jede kleinste Ritze, die ganzen Schnipsel, wo zum Schluss übrig waren, die habe ich alle in die Ecken gestopft. Und somit habe ich keinerlei Verschnitt. Also das ist schon wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe insgesamt 18 Quadratmeter bestellt, also jetzt auch noch für die Seitenwände und für die Decke. Und ich bin guter Hoffnung, dass es reicht. Da sind wir auch schon wieder und das wird meine Bodenplatte. Sie wird dreigeteilt, einfach aus dem Grund, der Mann im Baumarkt wollte mir die Ausschnitte für die Radkästen und so, wollte er mir nicht machen. Daher hat er mir die einfach nur 3 große Platten zurechtgeschnitten, in der Größe, wo ich brauche. Allerdings dreigeteilt deswegen, weil ich wenig Platz habe in der Werkstatt. Die werdet ihr jetzt auch gleich noch sehen, wenn ich dann die Ausschnitte mache. Zweigeteilt wäre mir lieber gewesen. Ich hatte den alten Boden dabei zum drauflegen, aber ums Verrecken wollte er mir nicht die Ausschnitte machen, was ich auch irgendwie verstehen kann, vor allem war es Samstag und es war viel los. Gut, 16 mm MDF-Platten. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit MDF-Platten. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe Möbel schon mit MDF-Platten gebaut. Ich habe meinen letzten Camper, den Ford Focus, ausgebaut mit MDF-Platten. Sehr leicht zu bearbeiten, allerdings ein Nachteil, sehr schwer. Jetzt werde ich die Platten auslegen, den alten Boden drauf und dann werde ich ihn anzeigen. Jetzt habe ich alle 3 Platten hintereinander aufgelegt auf den Boden und darauf die alte Bodenplatte.
ich bin übrigens sehr überrascht, also wirklich millimetergenau zugeschnitten, der Mann im Baumarkt. Vielen Dank dafür. Ja. Und wie man sieht, die Ausschnitte hier an sich sind gar nicht so viel. Gut, macht das sehr genau, sehr gewissenhaft. Die Böden passen wirklich auf Millimeter in den Bus. Genauso muss es zugeschnitten sein, eventuell sogar ein bisschen kleiner, damit sie auf jeden Fall reingehen. Jetzt werde ich anzeichnen und dann werde ich aussehen. Das Einzige, was ich jetzt erstmal nicht aussehen werde, ist diese Aussparung hier, weil die bei mir nicht mehr rund ist, sondern jetzt eckig ist. Da werde ich die Bodenplatten so, dass ich sie reinlegen kann, werde ich es erstmal machen und danach werde ich mir das Viereck anzeichnen und werde es dann nochmal aussehen. Zurück in der Werkstatt und ich habe mir das gerade noch mal angeschaut. Es ist wirklich gar nicht so viel, was man ausschneiden muss. Hier habe ich das vorderste Teil, das ist das Teil zur Fahrerkabine vorne hin. Da muss ich einfach zwei Ecken abschneiden. Los geht's. Die zweite Platte, danach noch eine und dann legen wir es mal rein und schauen mal, wie es passt. Also wie man sehen kann, die Bodenplatten liegen jetzt schon einigermaßen drin. Ich habe es fast geahnt, man muss noch ein bisschen nachbessern. Also ihr seht da vorne, die Bodenplatte ist noch nicht ganz drin, das heißt, ich muss am Kopfende noch mal ein Stückchen wegnehmen, aber dann sollte es passen. Jetzt ist sie drin, die Bodenplatte, wie man sehen kann. Sieht sehr gut aus, vorne schließt es auch schön ab. Was allerdings hier zur Hölle passiert ist, weiß kein Mensch. Da habe ich mich irgendwie ganz grob vermessen. Was jetzt noch fehlt, ist die Aussparung für den Tritt. Und das habe ich ja gesagt, mache ich dann nochmal separat, wenn die Platten drin liegen. Und das geht auch ganz einfach, ich nehme hier einfach mir einen Stift. Und dann werde ich hier unten einfach anzeichnen. Da liegt ja das Holz. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Schön in die Ecke friemeln. Damit ist die Ecke auch ausgeschnitten. Und damit ist die Bodenplatte fertig. Sie sitzt, sie passt. Sieht echt gut aus. Ich bin zufrieden. Zum Tipp von solchen Sachen, so spezielle Sachen ausschneiden bei der Bodenplatte. Legt die Platte rein. Versucht es nicht zu messen, zuzuschneiden. Das wird immer Mist und das wird immer Kacke. Also habe ich die Erfahrung gemacht, meine persönliche Erfahrung. Drauflegen, anzeichnen, ausschneiden. Alles, was man vorher misst und aufs Brett überträgt, wird meistens nichts. Und im letzten Schritt muss man natürlich die Bodenplatten noch verschrauben. Kleiner Tipp, merkt euch, wo die Unterkonstruktion ist und schreibt es ungefähr auf. Ja? Also bei mir sind es von hier 5 cm, dann halt 58 und 103 und dann ganz am Rand wieder. Ich mache das so, ich lege mir hier meinen Meterstab an, dann habe ich hier 5 cm, das Loch habe ich schon gebohrt, dann
mit dem Senkkopf ein bisschen versenken, so dass ich einen schönen Abschluss kriege. Danach wechseln. Schraube, ganz normale Spax-Schraube. Und fertig ist die Nummer. Erste Schraube, das mache ich jetzt hier außen rum, wird komplett verschraubt. Richtet die Platten, bevor ihr anfangt zu verschrauben, richtet die Platten schön aus, sodass die Spalte hier auch passen, ja, dann nicht zwischen den Platten. Ansonsten gibt es da nichts Großartiges zu sagen. Bohren, senken, schrauben. Fertig. Der Boden ist verschraubt. Alles fertig. Jetzt sage ich noch was zu den Kosten und zur Zeit. Also Kosten hatte ich, die Unterkonstruktion waren das Holz 50 Euro. Dann die zwei Kartuschen, mit denen ich das Holz reingeklebt habe, waren zweimal 12 Euro irgendwas, also nochmal 25 Euro, dann sind wir bei 75 Euro. Dann habe ich Amaflex ungefähr, ja, einen dreiviertelten Karton, 19 mm stark, dürften auch so 50 Euro gewesen sein, dann sind wir bei 125 Euro und die Bodenplatte 60 Euro. Dann sind wir bei 185 Euro, roundabout 200 Euro für den Fußboden alleine. Ich glaube, das ist preislich relativ okay. Zeitlich, mei, ich bin halt wieder der Depp, ich mache das halt alleine, ja, weil mir ja auch immer nie einer hilft. Und viele machen das zu zweit, aber hier habe ich gebraucht, bis alles fertig war. Reine Arbeitszeit würde ich jetzt schätzen 10 bis 12 Stunden ungefähr. Ja, also gerade auch das Einpassen vom Boden ist ein ziemliches Gefrickel und man muss sich auch viel überlegen, wie tue ich am besten die Unterkonstruktion befestigen oder was heißt befestigen, wo klebe ich die Latten hin, so dass ich überall eine gleichmäßige Abstützung habe. Solche Sachen, ja. Gut, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Wenn euch der Kanal gefällt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen und aktiviert die Glocke, denn beim nächsten Mal werden wir schon anfangen mit der seitlichen Konstruktion für die Seitenwände und natürlich die Dämmung. In dem Sinne, ich bin der Scarf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.